Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Galaxy. Als erstes möchte ich doch erwähnen, dass eigentlich heute um 19 Uhr ein Minecraft Galaxy Livestream stattfindet. Heute ist es ja bei weitem nicht so warm wie gestern, weil es wäre einfach absolut kacke gewesen. Ich wollte ihn ja eigentlich auch schon früher machen, den Livestream, aber da gab es ja so ein paar Probleme mit dem Server. Nun gut, das soll jetzt auch nicht großartig das Thema sein. Das Thema ist immer noch Operation Wither und ich muss jetzt mal ganz kurz hier reingucken. Ich dachte ja immer so, ja, Goldapfel, pipapo. Aber haben wir denn überhaupt einen Apfel? Das haben wir nämlich nicht mal, denn das ist ja essentiell. Erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir unseren ganzen Stissel mal loswerden. Wir werden dann auch heute, habe ich ja auch das letzte Mal schon gesagt, oh, Necrotic Bone, dass wir unser Kistensystem nochmal erweitern sollten. Jemand meinte auch, kannst du nicht einfach eine Kiste noch da dranhauen, also auf die andere Seite? Soweit ich weiß, funktioniert das nicht. Ich hatte mir mal die Kistensysteme von den anderen Bros angeguckt und da funktionierte das definitiv nicht. So, mal ein bisschen sinnlosen Kram weglegen. Wieso haben wir unsere Sachen nicht an? So, erstmal nochmal schnell eine Brustplatte craften. Falls wir dann nämlich heute tatsächlich schon gegen den Wither kämpfen, müssen wir da ja wirklich so ein bisschen auch drauf achten. Man könnte hier natürlich auch, wenn wir zwei Äpfel finden, noch so einen anderen Apfel craften. Hier haben wir noch 5 Gold, aber egal. Damit können wir eigentlich schon mal nochmal fix in den Nether fliegen. Da sollten wir auf jeden Fall genügend Stissel dabei haben. So, hopp, 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 hopp. Uns fehlen ja natürlich noch 2 Wither Skeleton Skulls, die wir das letzte Mal ja wirklich komplett abgefarmt haben. So, zeige ich zurück hier. Oh, oh, was ist denn? Oh, bei Kev, da ist aber ein kleiner Zombie. Was hat er denn hier gebaut? So, warte mal. Ich hoffe, das ist richtig. Gucken wir mal. Na, komm. Wir haben auch so eine Lunge gerade dabei, die ja essentiell... Oh! Guten Tag. Oh, hier wird man ja gleich richtig kräftig empfangen. So, jetzt muss ich aber erstmal hier gucken, dass ich mich schnell verwandle und zwar in ein traumhaftes Blaze. Und dann fliegen wir wieder zurück zur Nether-Festung, die sich genau hier befindet. Wir müssten auch in Zukunft dann mal ein wenig tauschen, denn ich habe ja gehört, dass einige, die suchen scheinbar diese tollen Sattel. Und dann können wir natürlich können wir ein bisschen tauschen. Als erstes müsste ich eigentlich der guten alten Sturmwaffe das nochmal anbieten. So, wo seid ihr da unten? Komm schon, ihr müsst doch ein paar Köpfe droppen. Zack. Der ist direkt weg. Oder auch nicht. Wir müssen auch diesmal ein bisschen auf unsere AP achten. Ist ja auch... Uah! Ich muss vor allen Dingen mal was essen. Ja, komm her. Ich weiß, Leute, seid nicht böse wegen... Nein! Wegen den Partikeln. Aber das auszustellen, da sieht man manche wichtige Partikeleffekte manchmal dann doch nicht. So, und wir haben hier keinen... Nein. Kopf haben wir jetzt nicht bekommen. So, hopp, hopp, hopp. Wo sind noch welche? Da unten ist einer. Aber das ist auch gleich ein Blaze. Müssen wir als erstes mal töten. Elegant. Weißt du, wir sind hier wie so ein Panther. Oh nein, nicht schon wieder. Es tut mir leid, Leute. Es brennt. Es brennt. Ach nö. So, ja, ihr kriegt jetzt auch alle. Ja, ist ja gut. Es tut mir leid. Irgendwas muss bei mir hier schon wieder los gewesen sein. Vielleicht ist irgendwas an der Autobahn. Huh! Alter, wo kam der denn her? Jetzt werden wir auch. Hä, was kann denn so krass schießen? War das der Dude? Oh Mann, ey, wir haben... Die trotten die so selten. Ne, da oben sind noch 2. Wir dürfen sie einfach nur nicht richtig runterhauen. Und dann kann doch auch mal ein Kopf droppen. Jawohl, jetzt haben wir 2. Okay, und die stacken auch. Das bedeutet, wir haben das letzte Mal tatsächlich nur so wenige gefunden. Da ist King Spinne. Was geht ab, Bro? Du bist schon so eine kleine Prinzessin. Ho! Ja, das war jetzt natürlich ein Fail von dir. Da tut mir ja nur leid. Können ja auch noch mal ein bisschen... Warte mal, wir haben noch total viel hier offen. Ist hier in der Nähe noch irgendwo... Da vorne geht die Nether-Festung auch noch ganz weiter. Da fliegen wir da vielleicht mal hin. Oder wenn man hier längs geht. Obwohl, hier haben wir bestimmt schon alles... Oh, nee, da sehe ich doch einen von den Kollegen. Und hier unten ebenfalls. Zack. Gucken, ob wir irgendwas einsammeln. Nee. Okay, okay. Dann zeige ich gleich zum nächsten. Hier ist doch auch noch einer. Hä? Moment mal. Hier war... Hier, hat der andere Suizid begangen? Was seid ihr denn für welche? Ach, ihr seid diese komischen Imps, ne? Aber ich hätte doch schwören können, dass hier noch ein Wither war. Also ein Wither-Skelett, kein richtiger Wither. Den müssen wir nämlich erst noch beschwören. Na komm, hier ist nochmal ein Blaze. Da ist der Blaze-Spawner. Es kann doch nicht wahr sein, dass die hier so rar gesät sind. Die müssten doch... Eigentlich müssen die doch hier überall rumlungern. Ich weiß auch gar nicht genau, wie sie immer spawnen. Aber ich denke mal, die spawnen einfach nur bei diesen Festungen. Da ist nochmal Magma. Obwohl, den könnte ich mal töten. Und vielleicht... Da ist noch ein Wither.
Skelett. Für die Magma Cream, die ist eigentlich auch immer ganz nice. So, jetzt erstmal dich. Komm schon. Drop einen Kopf. Bitte? Nee, er hat nur Coal gedroppt. Verdammt. So, warte mal, euch töten wir auch nochmal. Na, kommt her. Wie weit ist denn? Guck mal, unser Schwert ist auch kaum gedamaged. Also, das ist absolut kein Problem hier. Und diesen Ball of Moss, da sind trotzdem einige, sind da sehr prägnant oder nee, penetrant und sagen, bau das auf jeden Fall, den Ball of Moss. Leute, nee, 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 kein Ball of Moss. So, dann nehmen wir nochmal eine. Oh, Mega-Ruckler. Blaze Rod mit. Aber das Wichtige ist ja eigentlich eher Wither. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Netherfestung, Netherfestung. Wow, okay, wir werden getroffen. Ich muss auch gleich nochmal was essen. Weil ich glaube, hier laufen die nicht rum. Und das letzte Mal haben wir bei unserer Tour. Ist hier noch irgendwo eine Festung? So spontan sehe ich keine andere. Verdammt. Vielleicht bin ich auch mal wieder mehr als blind. Ich fliege jetzt hier einfach nochmal drüber und hoffe, dass vielleicht einer... Da unten ist noch einer. Das ist eine Response. Komm schon, Bro. Die Spannung steigt. Komm schon. Kopf, 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 Kopf. Jawohl, ein Kopf. Yes. Okay, schnell wieder zurück. Seelensand müssten wir eigentlich noch haben. Den habe ich eigentlich immer wieder... Wow. Immer wieder eingesammelt. Go, go, go. Mal schnell wieder... Zurück. Wir müssen irgendwie, ich glaube, nach Süden. Nach Norden. Ja, genau. Ab in Süden. Ich nehme aber vorsichtshalber, falls wir das wirklich verbauert haben oder sonst was, nehme ich hier nochmal ein bisschen Seelensand mit. So, komm mit hier. Zack, zack, zack. Brauchen ja, glaube ich, nur drei. Ne, vier oder fünf? Man muss ja so einen Tee. Ne, vier braucht man. Da habe ich auch am Anfang, weil ich habe vorher noch nie einen Wither beschworen und stand dann da im Creative und dachte mir, wie funktioniert das jetzt? So, rein hier. Da müssen wir jetzt gleich nochmal einen Apfel suchen, weil wir haben keinen. Ich könnte gucken, ob ich vielleicht einen bei der guten alten Sturmwaffel finde. Aber das hat ja das letzte Mal auch schon nicht geklappt. So, hier müsste es auf jeden Fall längs gehen. Ist das Rubberwood? Brown Stained Leaf. Okay. Hop, 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 hop. Ich glaube eigentlich nicht, dass er einen Apfel hat. Ich meine, das könnten wir dadurch, dass er uns sowieso schon Energie die ganze Zeit mobst. Wir gucken einfach mal. So viel Zeit muss sein. So, schnell rein hier. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Oh, ich muss mich unbedingt wieder zurückverwandeln. Wenn es regnet, dann wäre das tödlich. Hier ist keiner. Ah, vielleicht hat er ja... Komm, Leute, Daumen drücken. Daumen drücken, dass hier ein Apfel ist. Bei der guten alten Sturmwaffel. Kein Apfel, soweit ich sehe. Hier ist auch kein... Oh, er hat einen Herzkanister. Oh, läuft bei ihm. Hat er sonst noch hier irgendwas? Nee. Was ist hier hinten drin? Okay. Dann müssen wir jetzt das, was wir auch schon bei Varo gemacht haben, ein paar Sachen hier wegsquischen. Damit wir da in irgendeiner Weise... Jetzt wäre natürlich so eine perverse Axt dann doch schon ein Ticken besser, aber auch letztlich nur für die Äpfel. Ich weiß auch gar nicht, können jetzt wirklich auch hier Äpfel... Bei Pine Leaves braucht man dafür nicht eher immer diese Oak-Sachen? Oder können die generell spawnen? Das werden wir jetzt einfach mal rausfinden, wenn wir den hier komplett abchoppen. Ich glaube, die Chance ist bei den anderen nur höher, oder? Hoffen wir mal. Aber ein Apfel? Wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich irgendwo einen habe. So, komm schon. Alles runtergemäht. Und hier ist jetzt auch keiner runtergefallen. Aber hier, wir haben hier auch nur Pinewood. Was ist denn hier los? Pinewood über Pinewood. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, ob man den in irgendeiner Weise anders craften kann. Ja, und da sind nur tote Sachen. Wir haben hier aber auch ein blödes Biom, ey. Wie sieht's denn beim anderen Team aus? Da könnten wir auch mal gucken, wie weit die andere Stadt überhaupt generell ist. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Ich probiere jetzt trotzdem nochmal mein Glück. Ich habe ja auch noch, irgendwo müsste ich noch Scheren haben. Damit kann man die auch einfach abbauen. Aber die müssten, die müssten aber eigentlich auch so spawnen, wenn man, wenn die Leaves einfach so kaputt gehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, und das hier buggt immer noch mega rum. Das hatten wir schon in der letzten Folge. So, jetzt müssen wir nach da hinten. Was sind denn das hier unten für Büsche? Das ist doch Oak. Ja, Oak. So, komm schon. Aber die droppen auch mal überhaupt nichts. Ich hole mir mal schnell eine Schere. Ey, das wird echt richtig knapp. Verdammt, ich wollte doch unbedingt den Wither heute spawnen. Wo
Verdammt. Okay, vielleicht haben wir Glück. Hä? Ach, das ist ein Kopfteil. Ich dachte eben schon, was hat er denn da? Nee, hier sind. Hier wird nichts sein. Nee, nee. So. Dim. Einmal eine Shear. Zack. Submit. Und Submit. Ja, so, jetzt hätte ich gern beide. Dankeschön. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder. Dass ich wieder so ein Doom-Kopf bin. Und da die Sachen. Moment, nur kurz zur Info, Leute. Unsere Sachen sind momentan voll. Sonst hätte ich natürlich ein paar Sachen ins Kistensystem geräumt. Aber das funktioniert leider nicht. Okay. Ich probiere es jetzt einfach mal so aus. Ich werfe einfach mal ein Goldnugget weg. Wenn wir die hier scheren, da wird nie im Leben ein Apfel bei rauskommen. Ich glaube, es ist einfach Oak. Es gibt. Also, das waren auf jeden Fall. Hatte ich das, als wir noch Varo gemacht hatten, hatte ich das mal gelesen, dass bei diesen Oak-Sachen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Hier ist einfach nur Sprouse. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob es Oak war. Aber wir werden jetzt hier einfach mal alles glatt scheren. In der Hoffnung, dass da irgendwo so ein blöder Apfel rauskommt. Ich sehe jetzt hier aber spontan noch keinen. Na komm, bitte. Irgendwo ein Apfel. Spauch doch nur ein und dann kann ich mir einen schönen OP-Apfel machen. Kann nicht sein, dass es jetzt hier gerade an dem blöden Apfel scheitert. Da hat man natürlich, da sind mir natürlich auch wieder die Hände gebunden. Da kann ich auch schlecht in irgendeiner Weise besser vorbereiten. Weil das ist dann letztlich wieder einfach nur Luck. Genauso wie bei den guten alten. Bei den guten alten. Achso, bei den Köpfen. Da ging es jetzt auch relativ schnell. Da hatten wir wirklich Glück. Okay, das ist einfach nur was Rotes. Schon. Hier muss doch irgendwas. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch eine freaking Conspiracy hier. Muss doch irgendwann mal ein Apfel bei rauskommen oder bei rumkommen. Wenigstens haben wir ziemlich viele Sprouse Leaves. Das ist auch sehr positiv. Apfel. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, was ist hier los? Aber ich will jetzt. Ich kann jetzt auch nicht einfach bei irgendjemandem den sozusagen beklauen. Man weiß ja auch nie, ob der dann vielleicht einen Apfel gerade braucht, weil er vielleicht auch mal den Wither töten möchte. Und ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, Leute. Stellt euch mal vor. Ach, die ist schon kaputt. Stellt euch mal vor, wir sterben bei dem Versuch, so einen Wither zu töten. Dann müssen wir wieder einen Tag aussetzen. Und das ist ja also auch einfach Kacke. Aber das Gute, wenn wir das jetzt in dieser Folge hier nicht schaffen, einen Apfel zu finden. Da ist er! Jawohl. Okidoki. Okay, einer. Dann werden wir jetzt schnell versuchen, den Wither zu spawnen. Und den dann hoffentlich auch schnell zu töten. Komm schon. Oh Mann. Wir dürfen nicht sterben. Und für viele sagen, dieser OP-Apfel ist voll die Verschwendung, bla bla bla. Na, ich denke nicht, dass es eine Verschwendung ist. Ey, wir haben einen freaking Hammer. Damit können wir so viel Gold uns erfarmen. Das ist einfach crank. So, jetzt schnell mal das ganze Gold holen. Gold. Das müssten wir doch alles wieder. Ja, 102. Davon holen wir uns auch einfach mal. Gold. Zack. 102. Submit. Schneller. Silver Ingot Bones. Dankeschön. So, dann die mal schnell in Blöcke verwandeln. Oh, ich muss auch mega auf Klo, fällt mir gerade mal auf. Und das mitten in der Aufnahme. So, 8 Stück. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Dann packen wir den Apfel in die Mitte. Und dann kommen die Goldblöcke da herum. Oh, ah ne, da. Zack, Golden Apple. Und jetzt schnell. Hoffentlich mache ich jetzt hier gar keinen Fehler. So, wir müssen auch vor allen Dingen müssen wir weit, weit weg von der Stadt. Oh, wir sind schon bei 14 Minuten. Aber wenn wir den Wither spawnen, ist das, denke ich mal, sowieso eine Art Kampfsituation. Da muss man den ja töten. Wir können ihn ja nicht hier komplett rumwuseln lassen. Am besten auf einer offenen Fläche. Oh, warte mal, hier ist doch... Oh, hier ist auch ein Haus. So, komm schon. Hier sollte aber niemand wohnen. So, hopp. Da oben ist eine Insel. Okay, hier unten sieht es ganz gut aus. Ich denke nicht, dass hier irgendjemand wohnt. Hier ist eine offene Fläche. Und wir sind wirklich sehr, sehr weit weg von allem. So, das ist der Hoffnung, oh Gott, wir würden so viel Ärger bekommen, wenn der Wither ausrastet. Okidoki, dann der Seelensand.
Ich muss mach mal kurz einen Marker. Wither. So. Zack. Zack. Okay. Und dann kommen die Köpfe da oben drauf. Ich pack das schon mal hier hin. Okay, und jetzt... Oh, da ist er schon! Warte mal, der macht aber so eine riesige Explosion. Boah. Genau, so, jetzt ist er da. Essen und drauf. So, 30 Sekunden haben wir Zeit. Jawohl, er ist down. Perfekt. So, haben wir den... Jawohl, wir haben Miniature Yellow Heart und den Nether Cube. So, Leute, wir haben den Nether in dieser Folge getötet. Werden dann mal gucken in der nächsten Folge, ob wir dann in die Welt reisen, wo wir diese Asymisten finden, um dann eben eine der stärksten Rüstungen in Minecraft Galaxy bzw. Attack of the Bee Team zu craften. Wow, dass das alles funktioniert hat. Das freut mich richtig. So, wir verschwenden keine Zeit. Disconnecten vom Server und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Booyah!